Leute, und herzlich willkommen zu unserem allerersten YouTube-Video zusammen. Wir sind sehr excited, aber wir haben heute wichtige Dinge zu erledigen. Und zwar, was machen wir heute, Schatz? Ja, genau, also wir sind jetzt auf dem Weg nach Frankfurt und wir haben da auf jeden Fall beide einen wichtigen Termin. Und dann nehmen wir euch auf jeden Fall gerne mit. Und bevor das Ganze aber alles stattfindet, gehen wir jetzt erstmal lecker was frühstücken, was brunchen. Ja. Und dann seht ihr auf jeden Fall mehr. So Leute, wir sind jetzt in Frankfurt angekommen und jetzt gehen wir erstmal bei Big Chefs essen. Ja genau, das ist in der, wie heißt es, Mai Zeil, glaube ich, da ist dieses Restaurant. Und da waren wir schon sogar mal wegen einem Shooting, deswegen wir sind gespannt auf jeden Fall, wie das Essen jetzt wird, weil Essen gegessen haben wir da noch nicht, nur die Location angeschaut und deswegen testen wir das jetzt aus. So Leute, wir sind jetzt bei Big Chefs angekommen. Wir warten gerade auf unser Essen, was wir schon bestellt haben. Ja, und die Location hier ist so schön. Also es lohnt sich einfach auch schon hierher zu kommen, nur wegen der Location. Ich war schon lange nicht mehr in einem Restaurant, was so eine schöne Location hatte. Also wirklich, das ist wirklich mega schön. Und man hat hier so eine tolle Aussicht über Frankfurt. Das zeigen wir euch gleich. Wir zeigen euch gleich ein paar Impressionen von dem Restaurant. Und ja, wir warten jetzt auf unser Essen. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Emre Sitri. Ich bin verantwortlich für das Konzept Big Chefs. Schön, dass ihr hier seid. Ich erzähle mal kurz zu Big Chefs. Big Chefs ist ein Konzept, was in der Türkei entstanden ist. Wir haben mittlerweile 85 Restaurants in der Türkei. Hier in Frankfurt haben wir das erste Restaurant in Deutschland. Es ist das siebte Land, wo wir mit Big Chefs vertreten sind. Wir haben noch einiges vor. Aktuell sind wir in Frankfurt vertreten und planen weitere Eröffnungen in Deutschland. Unter anderem in Oberhausen, im Zentro, in Berlin, hoffentlich noch dieses Jahr in meinem Heimatort Berlin und hoffentlich auch weiter in Nordrhein-Westfalen, wie zum Beispiel in Köln. Darüber hinaus werden wir dieses Jahr noch einige Standorte in den Niederlanden eröffnen, zum Beispiel in Wals oder auch in Amsterdam. Wir haben einiges vor und würden uns freuen, euch auch in diesen Standorten zu begrüßen. Also Leute, das Essen ist da, es sieht wirklich alles richtig, richtig krass aus und es riecht auch schon so gut. Wie kriegt man so Appetit, wenn man das alles hier vor einem stehen sieht, wenn man noch nichts gegessen hat heute? Ich weiß gar nicht, wo. Das ist so viel Essen, ich weiß einfach gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja, das stimmt, das wir haben wirklich so den ganzen Tisch voll mit Essen. So eine riesen Auswahl und das ist ein Frühstück für zwei. Also das ist alles ein Frühstück für zwei Personen. Frühstück für zwei Personen plus, was haben wir noch dazu bekommen? Wir haben noch so Stullen mit Avocado und pochiertem Ei. Und was ist das, Schatz? Das ist Menemen. Das ist eigentlich so türkisches Rührei, kann man sagen. Ja, weil das Hotel. Also wir lassen uns das Essen jetzt auf jeden Fall schmecken. Wir haben sehr viel Auswahl und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja. Aber ja, guten Appetit. Auch probier mal irgendwas. Probier die Acai Bowl. Die Acai Bowl, okay. Es ist einfach so viel, ich komme nicht drauf klar. Ich weiß gar nicht, wer das alles essen soll. Okay, ich nehme ein bisschen von den Haferflocken und eine Erdbeere. Lass mir jetzt schmecken. Ist gut. Mhm. Die ist so fruchtig. Und für was entscheidest du dich bei dieser riesen Auswahl an Essen? Bleib mal dem türkischen Rollen statt direkt mit was Deftigen. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Ich will da mal so ein Stückchen Brot dazu. Guten. Gut, das hast du doch letztens auch zu Hause gekocht. Ist es das mit Tomaten? Ja. Ei mit Tomaten, gell?
gut. Dann sind noch so kleine Paprika drin, Petersilie, ist alles so richtig frisch und saftig, also schmeckt wirklich richtig, richtig gut. So Leute, also wir waren jetzt gerade bei Big Chefs Essen, also das Essen war wirklich, wirklich top. Ein also es hat Traum alles sehr Essen gut geschmeckt. Mega gut. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall gut gefrühstückt, gut gebruncht und sind gut gestärkt für den Tag. Und jetzt geht's weiter zu unserem Haupttermin. Und seid auf jeden Fall gespannt, es wird auf jeden Fall cool. Die Location ist auf jeden Fall auch richtig krass. Ja, und was ich noch sagen wollte, ich fand die Leute bei Big Chefs einfach wirklich super freundlich. Also die waren so nett und so zuvorkommend, haben sich so gut um einen gekümmert. Also man fühlt sich da richtig gut aufgehoben, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Also wir sind jetzt wieder back im Auto und wieder unterwegs, denn für uns geht's jetzt zu einem Tattoo-Termin. Wir lassen uns nämlich beide ein Tattoo heute stechen und das ist auch der Grund, mit einer der Gründe, warum wir heute in Frankfurt sind. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervös sie ist. Seit einer Woche, sie ist gefühlt nichts mehr und die ganze Zeit, sie ist am Überlegen und ist nervös ja, und hat Angst davor. Es ist halt mein erstes Tattoo, beziehungsweise ja, deins auch, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mache mir die ganze Zeit... Es könnte ja so wehtun. Ja, das auch und ich mache mir halt so Gedanken, weil das hat man halt so für immer und deswegen... Naja, aber es wird schon gut gehen. Wir lassen unser Tattoo auf jeden Fall bei Gangbang in Frankfurt stechen. Und ja, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin und zeigen euch dann auch mal die Location. Die ist nämlich auch anders schön, also wirklich mega. Und ja, genau. Fahren und der Liebe hat seine Tattoos jetzt finally. Ja, also ich bin echt zufrieden, also es ist wirklich, wirklich schön geworden, vor allem auch so filigran. Ja. Wir haben noch ewig mit der Schriftart rumgemacht, weil ich hatte eine, die fand ich eigentlich ganz cool, aber so Kleinigkeiten haben mich gestört. Und also ich finde das Endergebnis so schön, wirklich. Ja. Ich liebe es, ich liebe also beides. Jetzt ist gerade Folie drauf und es ist auch noch so ein bisschen wie eine Wunde halt. Aber wenn es fertig ist, dann zeigen wir euch auf jeden Fall und die Endergebnisse. Es tut dir ein bisschen weh jetzt, gell? Ja, 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 ist halt normal, aber ja. Jeder, der Angst vor Tattoos hat, macht euch keinen Kopf, das ist halb so wild. Ja, aber... Aber die Dame hat leider keins bekommen. Ich bin traurig, ich habe kein Tattoo und ich habe mich so drauf gefreut. Aber es hat, also das, was ich wollte, hat von der Umsetzung her nicht so funktioniert, wie wir es halt uns vorgestellt haben. Und jetzt müssen wir nochmal ein bisschen länger planen und schauen, dass wir das halt so hinkriegen, wie ich es halt mir vorgestellt habe. Weil ich wollte jetzt nicht einfach irgendwie stechen. Weil ich will damit halt 100% zufrieden sein und wenn er wahrscheinlich nachstechen geht in 7 Wochen und dann mache ich es vielleicht da, wenn ich es hinkriege, so wie ich es möchte. Ja. Wir lassen jetzt auf jeden Fall noch den Abend ausklingen und ja. Dann geht's nach Hause. Bis dann. Mandeln essen, hä? So Leute, das war's für den heutigen Tag. Also ich hoffe, euch hat der Tag oder der Vlog in Frankfurt gefallen. Ja, unser erster Vlog. Ja, wenn ihr auf jeden Fall mehr von uns zusammen auf diesem Kanal sehen möchtet, würden wir uns über jede Unterstützung von euch freuen. Einfach ein Abo dalassen oder uns auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir vielleicht anders machen können oder irgendwie Videovorschläge, was ihr gerne von uns sehen würdet. Ja, aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns einfach ein bisschen unterstützen würdet. Und es kommen auf jeden Fall coole Videos in Zukunft auf euch zu. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Denke ich auch. Also Leute, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.